Heute wollen wir die Außeneinheit auf das Fundament platzieren und in die Hydraulik verrohren. Und damit herzlich willkommen zum dritten Teil von meinem Wärmepumpenprojekt. Die Wanddurchführung habt ihr ja schon gesehen, da führen wir unsere Hydraulik und die Kabel durch. Ich habe jetzt schon mal das Wellrohr, was da beigelegt ist, bei der Wanddurchführung vorbereitet. Der Knick hier hat eine Bewandtnis, das erkläre ich gleich nochmal kurz. Und hier vorne habe ich jetzt aber schon mal die Dichtmanschette eingesetzt. In dieses Futterrohr, was wir eingemauert haben, da sind die Durchführungen für die Rohre und die Kabel und was sonst an Zubehörkabeln da notwendig ist. Da kann man auch ein Leerrohr sonst einführen. Und dieses Wellrohr, das werden wir dann gleich einführen für die beiden Anschlüsse, Vorlauf und Rücklauf, wenn man so möchte. Und warum das so versetzt ist, kann ich noch mal eben kurz erzählen. Wir haben hier vorne die Außenwand und ich hätte auf der Innenseite nicht die Möglichkeit gehabt, noch weiter zur rechten Seite zu springen. Die Wärmepumpe wollte ich aber ungern weiter nach links setzen, aufgrund des Fensters, weil ich vor dem Fenster nicht unbedingt die Einheit haben wollte. Das heißt, ich habe hier einen Versprung drin, das habe ich hier soweit vorbereitet. Das Wellrohr lässt sich extrem gut biegen, muss ich dazu sagen. Das war echt super einfach, kann man auch gut korrigieren. Und dann kann ich die Anschlüsse hier super anpassen und hat alles wunderbar funktioniert. Das werden wir jetzt gleich vorbereiten, dass wir die Wärmepumpe dann aufsetzen können, die Rohre dann anschließen können. Und danach gehen wir drin weiter und gucken uns die Hydraulik an. Bevor wir jetzt die Außeneinheit gleich aufs Fundament setzen, gebe ich euch noch zwei wichtige Tipps. Und zwar ist hier in der Styroporverkleidung ganz unscheinbar der Kondensatablauf. Das ist extra ein Stutzen, der einfach unten in die Verkleidung eingehängt wird. Und es ist eins der meisten Teile, die nachbestellt werden, weil die einfach mit entsorgt werden. Also auf jeden Fall eben beiseite legen, damit das nicht untergeht. Jetzt nehme ich den Styropordeckel weg. Den brauchen wir nicht mehr. Und jetzt hat Wolf eigene Gurte, um die Wärmepumpe vernünftig anzufassen. Die werden einfach durch den Fuß unten gezogen. Und da das so ein bisschen hakelig ist, kann ich ja noch einen kleinen Tipp geben. Und zwar einfach ein Stück Gewindestange. Dann kann ich das hier einfach durchschieben. Auf der Rückseite den Gurt greifen. Und dann kann man mit zwei Leuten, beziehungsweise mit vier Leuten an jedem Ende einfach locker anfassen und das Ding schön bequem aufs Fundament draufheben. Bevor wir das mit den stabilen Gurten hier gleich rüberheben, müssen wir ja noch die Schalung vom Fundament entfernen, damit die Vorbereitungen da auch abgeschlossen sind. Ich werde jetzt mal dahin gehen und die letzte Schraube lösen. Und das Kleidchen abnehmen. Das sieht ja gut aus. Mal gucken, ob der Rest auch so gut abgeht. Ja, das sieht gut aus. Ja, mit den Dreiecksleisten habe ich da schöne Fasern dran gemacht. Dann ist das Ganze so ein bisschen gefälliger. Mag ich persönlich lieber. Ja, jetzt werden wir gleich noch das Ablaufrohr für den Kondensatablauf eben einmal ein bisschen einkürzen. Das ist ein bisschen zu hoch. Steht entsprechend über. Das kürzen wir gleich ein und dann können wir die Wärmepumpe aufsetzen. Letzter Check, noch mal eben gucken. So, also wir haben das oberkante Fundament 90 cm, bis das Kiesbett anfängt. Das reicht locker aus, das passt. Sehr schön. Der Mindestabstand soll 20 cm betragen. Wir sind jetzt hier bei 28 cm von der Rückseite. Also top, alles im grünen Bereich. Und wir können mal eben gucken, wie wir mit dem Grenzabstand sind. Da habe ich mir einen Fixpunkt da hinten gesetzt, wo ich gegenmessen kann. Da haben wir die 2-Meter-Grenze.
und 2,50 Meter, ein bisschen mehr dazu, also 2,55 Meter etwa sind wir Vorderkante Wärmepumpe von dem Grenzabstand. Das heißt, wir sind im Grenzbereich, aber das haben wir ja schon im ersten Video besprochen, dass man da auf jeden Fall in dem Bereich vorstehen darf, wenn eine gewisse Länge nicht überschritten wird. Das hatte ich schon ausführlich erzählt. Ja, und hinten haben wir die Anschlüsse schon mal vorbereitet. Da können wir eben einmal drum herum gucken. Und zwar haben wir hier vorne die Rohre, so dass wir die dann da anbinden können. Da kommen dann gleich noch die Kabel durch. Und wie das innen weitergeht, da gehen wir jetzt mal gucken, denn da ist auch schon was passiert. In dem Bereich haben wir jetzt ja die Einführung gemacht von draußen, von der Außeneinheit. Man hat auch schon die Armaturen kurz gesehen, die wir noch dann in den Bereich der Inneneinheit hier zum Weg dahin einbauen müssen. Und dann sind wir auch schon bei der Inneneinheit angelangt. Von da aus wird dann die Wärme weitergeleitet zum Pufferspeicher. Wir haben hier noch eine Pumpe und ein Umschaltventil drin und einen Heizstab, wo auch mal notfalls, falls die Wärmepumpe nicht ausreicht von der Leistung her, unterstützen kann oder auch beim Defekt die Anlage am Laufen halten kann. Aber von diesem Punkt wird die Wärme dann weitergeleitet in den großen Pufferspeicher. Der Pufferspeicher, der versorgt ja dann im Grunde alles andere, das heißt die Heizkreise. Aber ich kann noch mal eben zwischendurch erklären, wir hatten ja gestern die Verwechslung, oder ich hatte die Verwechslung mit dem Hygienespeicher. Der Unterschied zwischen Hygienespeicher und Pufferspeicher mit Frischwasserstation ist ganz einfach. Im Hygienespeicher ist ein Edelstahl-Wellrohr eingearbeitet, durch den das Trinkwasser dann erwärmt wird im Durchlaufprinzip. Und bei dem Pufferspeicher mit Frischwasserstation wird das Gleiche gemacht, nur wird das über einen kompakten Wärmetauscher, einen sogenannten Plattenwärmetauscher gemacht. Der hat eine extrem große Leistung und zwischen diesen einzelnen Lamellen, die nur einen Millimeter oder einen Teil von einem Millimeter auseinander sind, fließt Heizungswasser auf der einen Seite und kaltes Trinkwasser auf der anderen Seite und so wird das dann ganz fix erwärmt. Der Vorteil ist eine extrem hohe Effizienz und wir können auch mit relativ niedriger Puffertemperatur eine relativ hohe Warmwassertemperatur realisieren. Wenn wir aus dem Pufferspeicher rausgehen wieder mit der Energie, dann werden wir hier in dem Bereich die Wärme verteilen. Wir haben hier den Verteilerbalken, von da aus wird die Wärme dann angeleitet und von da aus verteilt in den Heizkörperkreis und in den Fußbodenheizungskreis. Den Fußbodenheizungskreis kann ich einfach daran erkennen, dass hier noch ein Mischer installiert ist, über den die Temperatur weiter reduziert werden kann. Die Fußbodenheizung bekanntlichweise wird mit niedrigerer Vorlauftemperatur gefahren als die Heizkörperkreise. Hier oben geht es dann weiter an die alte Anschlussrohre, die wir im Bestand haben. Und wie man sehen kann, habe ich mich für eine Kupferrohrinstallation entschieden. Ich finde es einfach gut. Es ist ein altes Mittel, was man früher schon eine lange Zeit verwendet hat. Ist immer noch sehr gut. Ist schön geradlinig zu verlegen im Vergleich zu Aluverbundrohren und macht mir immer sehr viel Freude, mit dem Material zu arbeiten. Das war es eigentlich, was jetzt für den Moment hier zu sagen ist. Die Hydraulik werden wir uns noch mal genauer angucken, wenn wir dann die Verrohrung so ein bisschen weiter fertiggestellt haben und dann die Verwege vielleicht ein bisschen besser sehen kann auf die Hydraulik. Für die Montage haben wir jetzt hier den Hydraulikplan mal eben einmal für uns aufgezeichnet. Auch da kann man noch mal kurz immer mit dem groben Weg, also hier ist die Außeneinheit, hier ist schon die Inneneinheit. Dann haben wir einige Umschaltventile. Hier vorne ist der Pufferspeicher, sehr zentral. Von da aus wird dann alles bedient. Also einmal im Winter im Heizbetrieb direkt in den Heizkreis. Die haben wir hier oben, Fußbodenheizungskreis und Heizkörperkreis. Und in diesem Fall haben wir jetzt auch eine Kühlung hier integriert. Und dann muss ich im Sommerbetrieb an dem Pufferspeicher vorbeifahren. Das wird über Umschaltventile geregelt. Das gucken wir uns dann aber nochmal an, wenn die Rohre nachher da sind. Ich gehe davon aus, dass das ein bisschen besser nachvollziehbar ist. Das gucken wir dann zum späteren Zeitpunkt auf jeden Fall nochmal genauer an. Jetzt haben wir gerade noch die Wärmepumpe ausgerichtet, schön mit Wasserwaage unten fixiert, dass die auch nicht kippen kann und neigen kann. Wir haben die Anschlüsse hinten hier, kann man schon mal hintergucken, da an der Seite haben wir schon vorbereitet, das passt jetzt alles sehr gut. Die Kabel habe ich auch schon eingeführt und bin jetzt gerade hier mit der Verdrahtung. Da kommt mir doch dieses Etikett hier in die Nähe, da müssen wir auf jeden Fall die Transportsicherung noch entfernen von dem Verdichter, damit der auf jeden Fall auch nachher dann frei schwingt. So.
dann können wir das auch nicht vergessen, das ist gut. Wofür ist die Transportsicherung eigentlich da? Und zwar geht es ja darum, das Herzstück der Wärmepumpe sitzt ja hier vorne, der Verdichter. Und damit der gut schwingen kann, frei liegen kann, ist der halt schwingend gelagert. Und für den Transport ist halt diese Sicherung da. Kennt ihr von den Waschmaschinen vielleicht auch. Da ist auch immer so eine Sicherung dabei, damit das halt beim Transport nicht beschädigt wird. Die haben wir jetzt entfernt. Jetzt kann das Ding frei arbeiten. Ich bin hier auch gerade schon am Vorbereiten der Verdrahtung. Dann haben wir die Außeneinheit nämlich dann schon fast fertig. Und dann geht's weiter mit der Inneneinheit. Die Hydraulik muss noch fertiggestellt werden, sind die Jungs dabei. Die Verdrahtung muss noch erfolgen. Und was wir aber auf jeden Fall noch machen müssen, und das ist im nächsten Teil dann das Thema, die Flächenheizung, also die Fußbodenheizung und die Heizkörperheizung, die müssen wir uns auf jeden Fall vorknüpfen, damit wir die auch vorrüsten für die neue Anlage und das alles wirklich super optimal abgestimmt ist. Bleibt dran, ich freue mich auf euch.